Willkommen zum diesjährigen Couch Talk. Ja, willkommen auch von mir. Ein bisschen ungewohnter Hörsaalatmosphäre hier, aber ungewöhnliche Umstände erfordern auch ungewöhnliche Maßnahmen, oder? Ja, das stimmt. Jetzt werden sich vielleicht einige fragen, warum das hier die Open Source Couch heißt plötzlich und nicht mehr die Lage der Nation oder die State of the Union. Das liegt daran, dass wir einen Podcast planen, der genau diesen Titel hat. Und dieser Vortrag hier, beziehungsweise dieses Segment hier, wird die erste Episode werden von diesem Podcast. Und wir werden dann versuchen, es alle 14 Tage zu schaffen, da was abzuliefern. Die Adresse von dem Podcast findet ihr am Ende nochmal. Und dann können wir auch nochmal vielleicht kurz drüber quatschen. Außerdem kann man ja auch sagen, dass in 2020 alles ein bisschen anders ist als die Jahre zuvor. Das stimmt und das werden wir auch in unserem Vortrag haben. Wir haben wieder ein paar wirklich lustige Sachen, tragische Sachen, dramatische Sachen zusammengestellt. Und die werden wir uns jetzt zusammen mit euch mal anschauen. Dazu gehen wir auf die Slides. Und wie immer, das Ganze lebt natürlich von Interaktivität. Das ist jetzt natürlich ein bisschen anders als die Jahre zuvor. Aber einfach ruhig im Vortrag in diesen Channel Fragen stellen und wir werden dann versuchen, darauf einzugehen und so ein bisschen mit euch hier auch interaktiv diskutieren. Genau, ihr könnt die Fragen stellen über die Adresse, die ihr oben eingeblendet seht. Wir sehen dann diese Fragen hier von unserem Bildschirm und gucken dann, dass wir darauf eingehen. Wir begrüßen euch übrigens aus unserem wahrscheinlich kleinsten Studio der Welt hier und wahrscheinlich auch das heißeste Studio der Welt. Aber virtuell aus dem Hörsaal 1-2. Virtuell aus dem Hörsaal 1-2 und es ist tatsächlich sogar so, wir können dieses Mal überziehen, ohne dass uns die Leute an die Gurgel gehen, weil sie kein Würstchen mehr bekommen. Genau, werden wir aber trotzdem versuchen, pünktlich abzuliefern. Gucken wir mal. Gut. Dann geht's los mit der Stand von Open Source in 2020. Was war denn da so los? Ja. Edge für Linux. Hat mir letztes Jahr ganz groß im Thema. Wenn uns das mal einer das vor 10 Jahren erzählt hätte. Ja. Also ist ja sozusagen unser Zombie, der immer wieder kommt, Linux auf dem Desktop. Ja, aber das ist ja nochmal ein krasses on top Ding, ja. Also ich empfehle auch jedem, das Ganze ist, hat Microsoft so mal nebenbei fallen gelassen auf einem Konferenztalk bei einer deren Hauskonferenzen und ich empfehle jedem, das sich mal anzugucken, dass dieser Shot rechts unten, das ist die Slide davon. Und als die das angekündigt haben und der und die Frau da sagte, ja, wir sind voll Plattform, Cross-Plattform, wir sind auf Android, iOS und auch Linux. Und als sie Linux gesagt hat, ging so ein Raunen durch den Raum. Ist halt noch ein bisschen ungewöhnlich, aber ich meine, das hatten wir letztes Jahr schon mal kurz analysiert. Wenn man sich diesen Browserlandschaft anschaut, gibt es im Moment eigentlich nur drei, die übrig geblieben sind. Das WebKit also den Safari von Apple, Chrome, Chromium und eben Firefox. Eigentlich ist nur einer übrig geblieben, zwei, weil das ist ja alles dasselbe, ist ja alles Chromium. Aber gut, kommen wir zu dem, was du eben noch gesagt hast, nämlich Firefox. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch Firefox, 15 Jahre. 15 Jahre Firefox, haben sie zur Feier des Tages gleich mal ein paar Leute gefeuert? Ja, aber kannst du dich noch erinnern, als wir den ersten Netscape Quellcode mal angeschaut haben und versucht haben zu kompilieren, was nicht geklappt hat, aber mit witzigen Kommentaren drinnen lesen konnten? Ich glaube, dass das meistgesagte Wort an diesem Abend war Scheiße. Naja, war nicht nur gesagt, das wurde auch gelesen, weil das stand in den Kommentaren auch so drin. Ich glaube, wir hatten so ein ähnliches Erlebnis auch, als der Quellcode von StarOffice damals befreit wurde. Den haben wir auch versucht zu kompilieren, ja, in unserer Studentenbude. Mit dem ähnlichen Ergebnis. Ja, das könnte man natürlich sagen, vielleicht waren wir nicht gut genug, aber wenn man sich das dann anschaut. Damals haben wir gesagt, okay, so sieht also kommerziell erzeugter Quellcode aus. Ja, worauf man ja nochmal hinweisen sollte, der Quellcode wurde ja komplett weggeschmissen danach, kurze Zeit später, und durch das Firefox-Projekt ersetzt. Und das ist ja eigentlich ein kompletter Rewrite. Richtig. So, was haben wir noch? Ja, was haben wir noch? 50 Jahre Unix. Ja. Das ist natürlich epochal, ja, um es mal so zu sagen.
Das ist ja alles das, was dann hier diese ganze Bewegung zu dem freien Software und zu Linux hier unterstützt hat. Ja, und also ich meine, das sind natürlich Konzepte, die vor 50 Jahren erzeugt wurden, die man heute noch benutzt, also die man heute noch in Sachen wie macOS beispielsweise findet, natürlich auch in Linux und so weiter. Also das ist schon krass. Und vor allen Dingen damals ist es ja so, dass die Geschichte von Unix ja eng verbandelt mit der Geschichte von C. Ja, das waren ja quasi dieselben Leute, die das quasi als ein Package. Wir haben eine Frage, Michael. Wir haben eine Frage. Ein anonymer Zuhörer, Zuschauer fragt, warum Linux auf dem Desktop nicht viel größer ist. Ja, das haben wir schon ein paar Mal gefragt. Das fragen wir uns, glaube ich, jedes Jahr. Und so eine wiederkehrende Phrase von uns war ja immer, nächstes Jahr wird das Jahr von Linux, Jahr auf nächstes, Linux auf genau. dem Desktop. Aber wenn man sich das Ganze mal anschaut, das wird natürlich ein bisschen verzerrt im Moment. Also jetzt kann man natürlich diskutieren, ob ein Android ein Linux ist. Es ist auf jeden Fall auf dem Linux Kernel-basierend, auch wenn es nicht das komplette Ökosystem hier mitbringt, was man hier von einem Desktop erwartet. Dasselbe mit dem Chrome OS und so weiter. Das sind alles schon Tendenzen, wo man sehen kann, es geht da eigentlich schon aufwärts. Deine These war ja, dass der Desktop immer unwichtiger wird, so mit den Cloud-Sachen und dass man eben das Ganze nur noch als... Alles läuft im Browser. So als thin kleinen Browser-Starter hier hat, aber im Großen und Ganzen geben wir die Hoffnung hier nicht auf. Wir werden weiterhin sagen, okay, in Zukunft wird es natürlich noch ein bisschen größer werden. Richtig. Aber lass uns mal weitermachen. Wir wollen ja nicht irgendwie mehr als eine Stunde überziehen. Genau. Gehen wir auf die nächste Folie. Genau. So. Ja, da haben wir schon unser erstes eher tragisches Thema. Es gab, wir covern in diesem Talk übrigens ein bisschen mehr als ein Jahr, weil wir beim letzten Mal ja das 20 Jahre Open Source Jubiläum gefeiert haben und da ein bisschen einen anderen Rückblick hatten. Das war ein Fall, der vom OLG verhandelt wurde und da ging es um die Copyrights von einem Linux-Kernel-Entwickler und der potenziellen Verletzungen durch VMware. Und diese Verhandlung ging nicht mal so weit, dass man darüber verhandelt hat, ob jetzt die GPL gültig ist oder unter welchen Bedingungen diese Open-Source-Software jetzt irgendwie von VMware verletzt wurde, sondern man hat schon direkt schon das Ganze abgeschmettert auf der Ebene, dass der Entwickler nicht nachweisen konnte, dass er tatsächlich klageberechtigt ist, weil er nicht nachweisen konnte, dass er diesen Source-Code geschrieben hat, also oder den, dazu beigetragen den hat. Den konkreten, um den es hier geht, sozusagen. Also das ist ja ein generelles Problem von kollaborativ erstellten Sachen, wie zum Beispiel Wikipedia oder auch Linux-Kernel. Mhm. Weil da wird es natürlich schwierig, wenn viele Leute hier beitragen können, eindeutig nachzuweisen, von wem jetzt was ist. Jetzt könnte man natürlich technisch sagen, okay, man hat so etwas wie die Git-Commits und man hat eine Historie bei Wikipedia und so weiter. Hat ja offensichtlich nicht ausgereicht. Aber das ist wahrscheinlich noch nicht so ganz verstanden, auch vor Gerichten und so weiter, was ja, das aber bedeutet. Bedeutet das nicht, dass das sozusagen ein, oder ist das, ich meine, diese Entscheidung, die ja getroffen wurde, die betrifft ja nicht Open Source eigentlich, weil bis zu diesem Punkt, bis zu dieser Lizenzfrage ist mir ja gar nicht gekommen, ja. Ist das nicht eine Entscheidung, die eine Relevanz hat für jede Art von kollaborativ entwickeltem Inhalt und damit für eigentlich fast allen Inhalt, der heutzutage erzeugt wird? Weil ich meine, wir sind ja in einem kollaborativen Zeitalter, wie du schon gesagt hast, in Wikis werden Texte kollaborativ entwickelt. Es gibt ja auch Leute, die entwickeln ihre Doktorarbeit kollaborativ. Also die Frage ist, hat das eine Relevanz, die über das hinausgeht, was wir... Ja, das denke ich schon, aber das wird noch ein bisschen gesellschaftlich brauchen, bis das so angekommen ist. Und vielleicht braucht man auch noch ein paar Werkzeuge, die das jetzt, die so ein Git-Commit in einen für Laien verständliche Form transferieren, womit man das dann auch hier sehen kann. Aber ich denke, das ist auf dem Weg und das wird auch kommen. Gut. Anderes Thema war, dass in den letzten Monaten viele ehemalige Open-Source-Projekte, hauptsächlich von Firmen getriebene Open-Source-Projekte, sich mehr zu proprietären Lizenzen bewegt haben.
Und als prominentes Beispiel ist da Redis zu nennen, die sich ja auch ein bisschen mit der OSI rumgestritten haben. Da haben wir auch gleich noch eine zweite Folie. Das Hauptargument ist, dass Open-Source-Lizenzen, wie sie heute sind, nicht mehr zur Welt passen, in der Cloud-Services eine immer größere Bedeutung bekommen. Ja, vor allem jetzt hier, wenn man eine Datenbank hat wie Redis, die eigentlich nur sinnvoll als Service angeboten wird, beziehungsweise die im Businessmodell fast ausschließlich. Also ja, ich sag mal, die Modelle, die Redis abbilden kann, finden natürlich Anwendungen vornehmlich oder in großen Teilen in so Bereichen, in der auch ganz viele andere Sachen aus der Cloud eingesetzt werden. Ne? Also das gibt die Technik schon so ein bisschen her. Ich meine, es gibt Leute, die das dann so abtun und sagen, okay, das ist halt, die haben den Open Source nicht verstanden oder so. Ja. Aber ich glaube, das Problem geht tatsächlich tiefer. Ja, also das Argument, das hier gebracht wurde, und das ist noch ein anderer Aspekt dazu, ist, dass die Unternehmen versuchen oder tendenziell versuchen, Open Source quasi zu umarmen, die Lizenzen zu umarmen, weil das einfach praktisch ist, auch für die kollaborative Entwicklung der Software, aber auf der anderen Seite dann versuchen, das durch andere Maßnahmen einzuschränken. Also zum Beispiel zu sagen, schränken das mit DRM ein oder mit Patenten oder ähnlichen Sachen. Aber das hat auch Implikationen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben mit dem Linux auf dem Desktop. Also was nützt es einem denn, wenn der Desktop nur noch ein Starter von einem Webbrowser ist und alle Inhalte laufen in diesem Webbrowser sozusagen? Das ist ja nicht die Philosophie und die Idee, mit der wir da am Anfang gestartet sind, weil schön und gut, dass du ein Webbrowser hast, der unter deiner Kontrolle steht. Aber was aber deine Daten, die du erzeugt hast, sind ja weder hundertprozentig in deinem Zugriff, sondern sind irgendwo auf der Welt verstreut. Also es ist spannend, wie sich das weiterentwickelt. Da könnten wir jetzt Prognosen wagen, aber das würde, glaube ich, diese Stunde so ein bisschen hier sprengen. Ja. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Unser Streaming-Service meldet hier mal gelegentlich so eine kleine Fehlermeldung. Also wenn ihr irgendwie, wenn es bei euch irgendwie hakt, dann meldet euch doch mal mit so einer Frage oder so, sind Umständen. Aber bei uns sieht das alles noch ganz gut aus. Nur falls es irgendwie ein bisschen ruckelt oder so, dann sagt Bescheid. Mhm. Gehen wir mal weiter in diesem Thema. Also diese Redis-Geschichte, die ist schon sehr interessant. Denn der Redis-Chef sagte öffentlich, dass er das Open-Source-Modell für kaputt hält. Und hat dann eine neue Lizenz eingeführt, genau mit diesem Problem, dass er verhindern wollte, dass die Cloud-Anbieter Redis anbieten als Service und damit dann Geld verdienen, ohne an Redis was weiterzugeben. Eine Sache, die da passiert ist, ist, mit ihrer Source Available Lizenz, die sie da rausgebracht haben, sind sie dann zur OSI gegangen und wollten die als Open Source zertifizieren lassen. Aber bevor da jemand draußen fragt und sagt, im Moment, da habe ich doch was gehört, da gibt es doch eine Adaption von der GPL für Services, also die Affero GNU Public License oder Public License. Hätte das nicht geholfen in diesem Fall? Und jetzt müsste man feststellen, nein, hätte wahrscheinlich nicht, weil die waren ja schon unter dieser License. Ja, eben. Auf jeden Fall hat die OSI diese Lizenz dann geprüft und hat die nach Diskussion zurückgewiesen. Und daraus hat dann wiederum Redis einen größeren PR-Stunt gemacht. Und es gab da auch einen Artikel in TechCrunch, der ganz schön launisch war in meinem Aspekt, der dann gesagt hat, ja, das ist ja jetzt doch eine Open-Source-Lizenz, das sieht man doch eindeutig und so. Aber wenn man sich diese Lizenz tatsächlich mal anguckt, und wir haben hier einen Ausschnitt auf den Folien, das ist schon ganz schön krass und das hat auch, das zeigt auch so ein bisschen, was da so die Idee dahinter ist. Ja, also die Idee bei dieser Redis-Lizenz ist, dass quasi alles, was zum Betrieb und zur Operations von diesem Datenbank-Service in der Cloud genutzt wird, dass das alles sozusagen als Teil der Software angesehen wird und damit unter der gleichen Lizenz veröffentlicht werden muss. Und das schließt dann auch sowas ein wie, und das ist hier wörtlich, Monitoring, Backup-Software, Management-Software, Host-Orchestration-Software und alles mögliche andere. Da gibt es mehrere Aspekte, die man da anpacken kann. Also eins ist, was ist denn Management-Software? Also das war auch ein Argument der OSI, zu sagen, führt viel zu weit, weil nicht klar abgegrenzt ist, was da eigentlich mit gemeint ist. Und auf der anderen Seite
ist es natürlich also praktikabel völliger Quatsch, ja, irgendwie zu fordern, wenn du meine Datenbanksoftware benutzt für deinen Service, dann mach doch bitte, dann biete doch irgendwie auch die das Monitoring-System als Open Source an, ja, oder derselben Lizenz. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja. Naja, im Großen und Ganzen als Befürworter von freier Software kann man ja eigentlich nicht dagegen sein, dass möglichst viel unter freier Lizenzen verfügbar ist. Also das ist ja nicht das Problem, was damit ist. Ich befürchte nur, wenn man sich das Ganze anschaut, das wird nicht das Problem, das Geschäftsmodell von der Firma lösen. Ja? Ja. Also die sind in ein anderes Problem reingeraten und versuchen das jetzt auf einem Feld zu lösen, das jetzt hier leider nicht zu einer Lösung bringt. Also ja, kleine Anmerkung, ich habe jetzt mal den Lüfter hier eingeschaltet. Also wenn ihr ein bisschen Rauschen hört im Hintergrund, das ist unser Lüfter, denn ich denke, dass unser Equipment hier ein bisschen überhitzt und dass deswegen hier diese Warnung kommt. Yeah. Also vergesst dieses Rauschen, was ihr jetzt vielleicht hört, das ist nur unsere Lüftung. Wie gesagt, das heißeste Studio in Bonn. Gut, aber wenn man bei Datenbanken ist, kommen wir jetzt mal zu einem lustigen Nebeneffekt von so einer Datenbank. Gut. Dann, wo wir gerade bei Datenbanken sind, genau. Da ist jemand auf die Idee gekommen in Amerika, sich ein Nummernschild zu holen mit, man kann sich ja die Nummernschilder dort frei aussuchen, mit dem Namen Null. So, das war keine gute Idee für ihn. Ja. Oder vielleicht war es sogar beabsichtigt, kann durchaus sein. Ja, also auf jeden Fall ist Folgendes passiert. Ich glaube, er wollte Geld sparen und er wollte bei, wenn die automatisch Überwachung der Autobahnen und so weiter in den USA ihn aufnehmen sollte, sollte das irgendwie nach Def 0 gehen. Ja, aber es ging ganz nach hinten los, denn Folgendes ist passiert. Alle Strafzettel, die in der Polizei oder Ordnungsamt oder sonst was Datenbank drin waren, die nicht zugeordnet waren zu einem Nummernschild, hatten in der Spalte Nummernschild Null. Ja. Und die Software, die da eingesetzt haben, hat dann gedacht, oh, endlich ein Abnehmer dafür. Da kommt einer, der hat Null als Nummernschild. Null. Und dann hat er, ich weiß nicht wie viel, 8000 Strafzettel bekommen oder sowas in der Richtung. Also auf jeden Fall jede Menge. Ja? Genau. Also gut gedacht, aber gut ist gedacht. Genau in die falsche Richtung gelaufen. Ja. Und wie kommt sowas? Wie kommt sowas zustande? Wie kommt solche crappy Software zustande? Das habe ich mich auch gefragt. Also ich habe mich gefragt, ob man mittlerweile im Jahr 2020 eigentlich so etwas... stell dir mal vor, der hätte ein Nummernschild, Semikolon, Drop Database gehabt. Oder sowas. Ja. Na, ich glaube, das wäre nochmal eine Nummer schlimmer gewesen. Das ist hier auf einer anderen Ebene. Ich kann mich noch an einen Fall von vor ein paar Jahren erinnern. Da hat jemand JavaScript in den Banküberweisungsträger geschrieben. Und das wurde dann bei demjenigen, der die Überweisung sich angeguckt hat, in seinem Online-Banking ausgeführt. Ja. Das waren noch Zeiten. Aber die Zeiten sind anscheinend nicht vorbei. Ja, hier sieht man ja, dass die Software untereinander nicht gut abgestimmt ist. Da hat ja die Tickets rausschickt, eine andere Bedeutung von dem Null als Tier. Ja, aber ja. Gehen wir mal auf die nächste Folie und wir werden sehen, wie sowas zustande kommt. Denn, wie wir alle wissen, Softwareentwickler sind knapp und teuer. Also muss man was dagegen machen als Industrie. Und eine der Sachen, die man dagegen machen kann, sind sogenannte Programmierer-Bootcamps, über die Golem berichtet hat. Finde ich übrigens auch ein sehr schönes Bild dazu. Und genau so stelle ich mir das ungefähr vor. Ja? Nimm die Garbage Collection. So was. Aber da kann man natürlich nicht erwarten, dass da irgendwie... da gibt es tatsächlich Anbieter. Ich habe mir auch ein paar Webseiten angeguckt von den Anbietern. Das ist schon sehr, sehr seltsam. Auch teilweise sehr seltsame Sachen, die da stehen. Also sowas wie einer der Anbieter, die auch in dem Artikel erwähnt wurden, da steht auf der Webseite, wir bieten euch nach diesen 3 Monaten eine Anstellungsgarantie. Mhm. Ja? Gut. Aber wenn man sich das Ganze anschaut, hilft eigentlich nur noch beten. Es hilft nur noch beten für ganz viele Sachen. Ja. Und das ist glücklicherweise auch möglich. Aber auch mit Sicherheitslücken. Auch mit Sicherheitslücken. So, und jetzt, Olli, da musst du mir jetzt mal was erklären. Ja? Warum braucht eine App für einen smarten Rosenkranz, was schon bizarr genug ist, eine Cloud-Anbindung? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also das oder ist das Konzept, die Cloud-Anbindung? Nee, das war meine initiale Frage und dachte, okay, ich bin jetzt nicht katholisch, deswegen kann ich mich da jetzt nicht so gut aus. Aber eigentlich sollte die dir doch
diese App dich noch nur lokal unterstützen, das durchzuführen. Ich weiß nicht, was ich, also ich habe mir die App jetzt nicht angeguckt, aber ich meine, was macht die denn? Sammelt man da Punkte oder so? Ja, also wahrscheinlich ist das mehr so ein Kundenbindungsprogramm. Aha, okay, ich verstehe. Naja, hat auf jeden Fall auch erst beim zweiten Anlauf gut geklappt. Ja, esoterische Software, da ging es auch nochmal drum an anderer Stelle. Nämlich durch die ganze Corona-Situation, der wir auch dieses wunderschöne Studio hier verdanken, gab es eine Überlastung im amerikanischen Verwaltungssystem für Arbeitslose. Und dieses System ist in COBOL geschrieben und man hat nicht genug Leute gefunden, die sich noch mit COBOL auskennen. Und daraufhin gab es verschiedene Firmen, insbesondere auch IBM, die dann kostenlose COBOL-Kurse angeboten haben, um, um diese Lücke zu füllen. Und das, also, kannst du dich noch erinnern, Olli, in unserem ersten Semester? Da hat doch der Dekan in dem Town Hall gesagt, er bedauert uns, wenn wir einmal irgendwann COBOL schreiben müssten. Ja, aber ehrlicherweise ist das bei mir im Studium komplett an mir vorbeigegangen. Ja, das war das einzige Mal, dass ich was von COBOL gehört habe im Studium. Wahrscheinlich was also. Aber nee, ich sehe das jetzt auch nicht so dramatisch, wenn ich ja mal ganz ehrlich bin. Wo ein Need ist, kommt auch ein... Ja, aber es ist ja schon ein Zeichen für Stabilität oder sowas, dass ein Software-System so lange existiert und gepflegt werden kann. Ich weiß nicht, wie die Dinger aussehen. Ja, aber... Vielleicht dreht läuft da einer noch so... Ja, also vielleicht laufen die noch mit Magnetband oder so. Ja, aber wahrscheinlich hast du früher eine bessere Qualität gehabt als heute mit den 3-Monats-Programmierern. Vielleicht ist das dasselbe System, was die benutzen, um in Bayern die Corona-Tests aufzunehmen. Ja. Okay. Aber wir könnten jetzt vielleicht einfach mal ein bisschen interaktiv fragen. Gibt es denn in unseren Zuhörern Leute, die noch COBOL-Erfahrungen sammeln durften oder sogar aktuell daran arbeiten? Ich habe gesehen, Harald ist da. Der sagt bestimmt, der kennt das bestimmt. Harald hat bestimmt schon in COBOL programmiert. Harald hat in allem schon programmiert. Aber gut, machen wir mal weiter. Vielleicht kommen wir noch mal Antworten. Wir hatten hier einen Hinweis, dass es eben bei dem Nullnummernschild, dass es das Drop-Database-Schild schon 2014 gibt. Ja, das stimmt. Das hatten wir kurz mal erwähnt. Kein Gag, der auf meinem Mist gewachsen ist. Aber deswegen dachten wir eigentlich, wir wären da weiter. Und ich glaube auch nicht, dass das in der Datenbank so drin stand einfach und ausgeführt worden ist, sondern das ist einfach eine fehlende Semantik gewesen hier. So. Ja. Noch was Schönes. Wissenschaftler haben tatsächlich eine, also das ist ein What the fuck in einem What the fuck, muss man sozusagen, ja. Also Wissenschaftler haben tatsächlich Gene, menschliche Gene umbenannt, weil Excel die Namen dieser Gene als Datumsangabe interpretiert hat. Also es gibt da ein Gen, das heißt zum Beispiel SEP1. Und wenn man das in eine Excel-Tabelle eingetippt hat, dann hat Excel gedacht, oh, 1. September. Was machen die Wissenschaftler? Nein, sie machen keinen Excel-Kurs. Nein, sie werfen auch nicht Excel weg. Nein, sie benennen diese Gene um. Und was ich noch bemerkenswerter finde, ist, dass es tatsächlich eine wissenschaftliche Studie gibt, ohne Witz, eine wissenschaftliche Studie darüber, dass Gene oder in welchem Ausmaß Gene wegen Excel und anderen Softwarelösungen umbenannt werden. Die sieht man hier. Die kann man auch finden. Also das ist eine Studie, in der quasi untersucht wird, wie weitreichend dieses Problem ist. Aber so ganz nachvollziehen kann ich das jetzt nicht. Also ich bin jetzt nicht der Excel-Profi oder sowas, aber wenn man das Feld als Text markiert, müsste doch eigentlich als Herzlich Text willkommen, Herr Zendel. Sie können ab sofort als Genforscher arbeiten. Naja, da fehlen andere Grundlagen. Aber okay. Ja, was haben wir noch? Ja. Ja, das war auch spannend. Hat eigentlich nicht so wirklich was mit Software zu tun, aber wir fanden, aber eigentlich doch, irgendwie schon. Also schlechte Software. Ja. Also, ja, zeigt aber auch, dass du wahrscheinlich nicht alle Eventualitäten und Randfälle berücksichtigst. Die hatten einfach schlechte Tests. Also, was ist passiert?
ein russisches Forscherteam wollte untersuchen, wie Adler sich in der Welt bewegen, also irgendwelche Migrationspfade und sowas nachvollziehen von Adlern. Also haben sie einem Adlerweibchen und auch wahrscheinlich anderen Adlern einen Transponder verpasst, der SMS schickt mit der aktuellen Position. Was macht dieses Adlerweibchen? Es fliegt von Russland nach Kasachstan in ein Gebiet, wo es keinen Netzempfang gibt. Also werden noch keine SMS rausgeschickt. Anstatt, dass die, dass diese Software, diese, da schreibt jemand Fortran Rules in den Fragen, anstatt dass diese Software einfach immer nur die letzte Position schickt, hat die einfach alle SMS aufgetürmt quasi und aufgespult in einen Buffer. Und als das Adlerweibchen dann wieder Netz erreicht hat, und zwar in einem Land, wahrscheinlich, ich glaube, es war auch Kasachstan, wo es dann wieder Netz gab, was im Roaming-Gebiet für diese SIM-Karte war, die sie da reingesteckt haben. Und dann hat das halt innerhalb von wenigen Minuten sehr viele SMS rausgeschickt, zu knapp 70 Cent umgerechnet pro SMS. Was wiederum das Forscherteam in die Pleite getrieben hat. Also es gibt in diesem Spiegelartikel, wird der Forscher zitiert mit, jetzt ist unser ganzes Budget ist damit draufgegangen, wir müssen jetzt aufhören mit diesem Projekt. Ja. Passiert. Ja, gut. 20 Jahre Linux Foundation. Ja, auch da herzlichen Glückwunsch. Sind hier in Europa, glaube ich, nicht so präsent wie in den USA. Nee, Sich mit ein paar Konferenzen hier hervorgetan, auch in Europa. Aber haben die nicht damals mit der Linux Expo zusammen? Haben die auch. Aber ist sozusagen eine relativ interessante Organisation, ich glaub, das war die Linux-Marketing hier zu machen. Ja, also hatten wir eigentlich mit dem Linux-Tag jemals mal richtig Kontakt mit denen? Ja, hatten wir, aber da ist irgendwie nicht so richtig was rausgekommen. Also wir waren nicht so... Sie sind sehr Amerika-zentriert. Ja, die sind sehr Amerika-zentriert gewesen und sie konnten mit uns als gefühltes Selbst-Open-Source-Projekt nicht so richtig viel anfangen. Okay. Also wir hätten Mitglied werden können gegen eine stattliche Zahl von Dollars, die man da bezahlt kleine Spende. Aber so unterstützen und auf unserer Wellenlänge. Aber ich meine, du musst natürlich auch Leute haben, die sich irgendwie um den Business-Teil kümmern. Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich bin da pragmatisch. Jede Organisation, die den Gedanken nach vorne bringt, ist gern gesehen. Richtig. Und richtig. Also herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. So, was haben wir denn noch so? Wir haben noch 25 Jahre freie Datenbank MySQL. Ich kann mich noch erinnern, dass wir hatten einen MySQL hier, wie heißt der Gründer von MySQL nochmal? Monty. Monty Videnius, genau. Monty Videnius war bei uns auf dem Linux-Tag und saß bei uns im Interview und damals war der Hauptkritikpunkt an MySQL, dass es keine Transaktionen konnte. Das ist schon lange her. Und ich weiß noch, dass Monty Videnius mit Rasmus Lehrdorf im Interview saß bei uns und die sich gegenseitig so die Bälle zugeworfen haben und gesagt, ja, Transaktion, ich habe noch nie eine Anwendung gesehen, die wirklich Transaktion gebraucht hat. Ja, und solche Geschichten. Würde wahrscheinlich heute, also müsst ihr mal gucken, ob wir das Videoband irgendwo noch finden. Das wäre sehr skurril heutzutage. Ja. Aber es ist ja so ein bisschen mit den NoSQL-Datenbanken, um den Rückschritt auf, oder den Rückschluss auf Redis hier wieder zu bekommen. Ja. Ist ja auch jetzt nicht alles hier voll durchtransaktioniert. Und gehört ja mittlerweile Oracle, ne? Also, ne? Gut. Gut. Gehen wir mal von dem groben Blick ein bisschen spezifischer nach Deutschland. Ja. So, wenn wir uns das mal anschauen, haben wir so eine kleine Reise mal zusammengebaut. Unser erster Halt ist in Schleswig-Holstein. Aber wir haben eine Frage bekommen und vielleicht solltest du die mal beantworten. Wir können auch gerne am Ende drauf eingehen, aber ja, tatsächlich steht hier ein Google Chromebook und ein Surface. Das hat einfach technische Gründe, muss man ganz klar sagen. Und man muss auch sagen, in dem Chromebook, ja, da läuft ein Linux drin. Und da läuft auch sozusagen auch ein gehacktes Linux-Installationsdings drin. Also jetzt aktuell habe ich das zwar das Chrome OS gebootet, aber da läuft auch ein Ubuntu drauf. Also ja, wir erklären uns da sehr gerne. Ja. Außerdem sind Microsoft doch nicht mehr die Bösen. Da kommen wir auch nochmal zu. Also, die neuen Bösen sind App. Auf jeden Fall wollen wir ja auch nächstes Jahr noch sagen können, nächstes Jahr kommt der Durchbruch für Linux auf dem Desktop. Auch auf den Surfaces.
Aber gut erkannt übrigens. Ja. Gut erkannt. Okay, also wie gesagt, erster Halt ist Schleswig-Holstein. Da ist was passiert, und zwar gab es die Schlagzeile Bye-bye Microsoft, hello Open Source. Die Regierung dort hat eine Open-Source-Strategie vorgelegt, und das hat mich ein bisschen interessiert. Und da haben wir ein bisschen gesucht, ob man die irgendwo findet. Also aufmerksam geworden sind wir durch das Interview hier. Und da war es mal spannend, was haben die denn hier in diesem Strategiepapier drin geschrieben. Und das Strategiepapier habe ich leider nicht gefunden. Wenn da irgendjemand von euch draußen vielleicht Links hat oder sowas, dann würde ich die gerne mal sehen. Was ich aber gefunden habe, ist ein offizielles Pressemitteilung von dem Ministerium in Schleswig-Holstein, das das herausgegeben hat. Und das habe ich mir dann durchgelesen, und da dachte ich mir, hoppla, was ist denn das für eine Schlagzeile da drin, für einen Absatz da drin? Und da steht drin, dass, ich lese das mal vor, nach Untersuchungen des Umweltbundesamtes verbraucht ein herstellergebundenes Textverarbeitungsprodukt im Gegensatz zu einem Open-Source-Produkt das 3,5-fache an Energie. Wir haben die Chance, bei jedem Speichern eines Dokumentes Energie zu sparen. So, Moment. John Oliver sagt, there is a lot to unpack there. Das Open-Source-Produkt braucht 3,5-fach weniger Energie. Das stand da nicht. Das herstellergebundene Textverarbeitung braucht 3,5... Also das herstellergebundene Textverarbeitungsprodukt heißt, ich will es nicht sagen, Microsoft Word. Also ich will nicht Microsoft Word schreiben, deswegen schreibe ich herstellergebundenes Textverarbeitungsprodukt. Hm. Ja, also... Das heißt, ein proprietäres Textverarbeitungssystem braucht 3,5 mal mehr Energie als ein Open-Source-Produkt. Das ist doch totaler Bullshit, oder? Also, ich habe versucht, beim Umweltbundesamt eine Studie zu finden, oder wo diese Aussage herkommt. Das also, ist nicht so ganz. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also, wenn ich jetzt so eine Word-Datei öffne in LibreOffice und dieselbe Word-Datei auf demselben Notebook in Microsoft Office öffne, brennt mir das Netzteil durch, oder was? Dann kannst du irgendwie 3,5 so mal. Ja, dann kannst du irgendwie so ein Wattmeter davor halten, und dann hast du halt 3,5 mal. Das ist doch totaler Quatsch. Olli, das probieren wir aus. Ja, das. Ihr da draußen, wenn ihr das mal ausprobieren könntet, bitte. Da schreibt jemand, das Adlerweibchen ist von Kasachstan nach Iran geflogen, und dort haben die SMS gesehen. Also wenn ihr das irgendwie mal ausprobieren könnt mit diesen 3,5 mal mehr Energie, was Microsoft Word benutzt, das wäre ein super Argument gegen Microsoft Word. Ja? Also ich meine, stell dir das mal vor. Ja, vielleicht muss das mehr Bits hin und her schieben irgendwie. Vielleicht ist das auch, also ich meine, dadurch, dass sie natürlich keine Primärquelle veröffentlichen hier, ist es natürlich auch totaler Quatsch, sowas zu behaupten. Ja? Also ich meine, das könnte natürlich auch die gesamte Produktion der Software mit einbeziehen oder sowas. Ja? Aber selbst dann halte ich das für... Also eine wilde Behauptung, sag ich mal. Also ich meine, warum haben wir das hier so aufgebracht? Wir sind ja für den Einsatz von freier Software, und es gibt genügend Argumente und genügend Gründe, die man hier vorbringen kann. Genügend keine Bullshit-Argumente. Aber 3,5-fach, also ich meine, das wäre interessant zu wissen, warum das so ist. Ja, und dann solche, so ein Nachsatz, wir haben die Chance, bei jedem Speichern eines Dokuments Energie zu sparen. Da geht mein Populismus-Alarm an. Gut. Okay. Aber egal. Ja, also hier gibt es einen Kommentar von einem anonymen Zuhörer. Stimmt, das ist eigentlich auch ein guter Gedanke. Ja? Also hier schreibt jemand, dass Word deutlich schlechter läuft bei ihm als LibreOffice auf derselben Hardware. Wenn also das Microsoft Word dreimal so lange braucht, um das Dokument zu öffnen. Auf alter Hardware. Auf der gleichen Hardware. Ja. Ja? Dann stimmt das natürlich. Aber es ist halt trotzdem irgendwie immer noch bei den Haaren beigezogen. Also wie gesagt, wenn irgendjemand mal diese Quelle hätte, ich wäre da sehr interessiert, weil ich glaube, das hat schon einen spannenden, wahrscheinlich einen spannenden Kern, der hier sehr verkürzt dargestellt worden ist. Ja. Oh, weiter. Gut, kommen wir zum zweiten Halt. Ins wunderschöne Niedersachsen. Wir fahren jetzt ins wunderschöne Niedersachsen, und da hatten wir letztes Jahr eine traurige Nachricht. Und zwar Nachricht war Linux aus, Niedersachsen will knapp 13.000 Rechner auf Windows umstellen. Und bei der Recherche zu dem diesjährigen
Vortrag wollte ich eigentlich wissen, wie weit die gekommen sind und ob die da das erfolgreich migriert haben. Das konnte man aber nirgendwo finden. Also es gab keine Quelle, die irgendwie gesagt hat, wir haben die Migration angefangen und wir haben die auch erfolgreich abgeschlossen. Es gibt aber so eine andere Information, die man finden konnte, die habe ich mal neben dran gepackt, und zwar, dass hier eine Warnung vor Emotet bei der Finanzverwaltung von Niedersachsen stattgefunden hat. Also würde ich jetzt mal indirekt sagen, die Migration ist erfolgreich durchgelaufen. Das mit dem Emotet finde ich auch übrigens immer wieder spannend, das kommt ja immer wieder. Und da steht dann immer gerade letzte Woche wieder irgendwie der Chauffeurservice der Bundesregierung wurde mit einem Hackerangriff angegriffen. Emotet hat Fefe was Interessantes dazu geschrieben oder einen klugen Gedanken dazu geschrieben. Er hat gesagt, naja, wenn es regnet, spricht auch keiner von einem Regenangriff. Ja? Also wenn man irgendwie das Fenster offen stehen hat, dann kann man auch nicht behaupten, dass man irgendwie dann angegriffen wurde. Ja. Aber gut, machen wir mal weiter. Gut, dritter Halt, in unserer Reise durch Deutschland virtuell besuchen wir München, weil da gab es nochmal interessantes Interview mit dem Christian Ude, der damals Bürgermeister war, als das Limux-Projekt so richtig Fahrt aufgenommen hat. Und als der Christian Ude nicht mehr da war, ist das ja auch relativ schnell wieder eingestellt worden. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal das Interview anschaut, dann erzählt er so ein paar Anekdoten. Also ist aus meiner Sicht ein sehr lesenswertes Interview. Ein paar Anekdoten, wie stark Microsoft hier auch die Wichtigkeit von München als Tech-Standort in Deutschland gesehen hat und dass sie wirklich mit sehr hart drum gekämpft haben, dass ein Technologiestandort wie München eben auch mit aus Ihrer Sicht, aus Microsofts Sicht, mit den vernünftigen Produkten hier ausgestattet ist. Ich würde vernünftig mal in Anführungszeichen setzen. Naja, aus Ihrer Sicht. Ja, okay. Haben Sie auch nicht weit. Also ich meine, es ist natürlich einfach, wenn man irgendwie zwei Häuser weitergeht. Quasi. Und im Großen und Ganzen gab es da mehrere Besuche von Bill Gates und von Steve Ballmer. Gab es nicht damals so eine Story von, wie Steve Ballmer irgendwie hier in München besucht hat? Da gab es auch irgendwie so ganz wilde Stories, die da so rumgelaufen sind. Die dann mit dem Wagenkonvoi ankam und so. Naja. Ja, die kann man, also die beschreibt der Christian Ude da sehr plastisch in dem Interview, wie das Ganze abgelaufen ist. Also im Großen und Ganzen finde ich das nur spannend, wenn man das jetzt aus dem Rückblick hier betrachtet. Also wenn man die uns in den aktuellen Zeitraum zurückversetzt, damals, wie das Ganze ausgesehen hat, also die Kampagnen von Microsoft und mit dem Vorsitzenden. Wie ist das Ganze denn heute abgelaufen? Weil da gibt es eine spannende Nachricht, nämlich Hamburg und München liebäugeln wieder ein bisschen mit Linux und es gibt diesmal mit Open Source insgesamt, ne? Also. Mit Open Source und diesmal gab es eine Presseerklärung von Microsoft, wo sie sagen, wir finden das dufte und wir unterstützen das. Ja, also ich meine, man muss das wirklich sagen, als seit Microsoft den neuen Chef hat, hat sich da die Einstellung dazu wirklich fundamental verändert. Ja, und wenn man heute mal guckt, also Microsoft ist schon ein relevanter Kontributor zu großen Open-Source-Produkten. Ja, und auch der Einfluss, den Open-Source-Software, die von Microsoft federführend erzeugt wird, so hat auch in der Entwickler-Community, ist schon nicht zu unterschätzen. Also sowas wie VS Code beispielsweise ist schon ziemlich weit verbreitet. Ja, und also die sind tatsächlich, muss man so sagen, sind eigentlich nicht mehr die Bösen. Ja. Naja, also Geld verdienen wollen sie natürlich auch und das ist ja auch legitim. Ja, natürlich. Auf der einen Seite unterstützt es im Moment ihre Geschäftsprozesse. Ja, ja das, klar, also das ist natürlich alles mit einer Motivation machen, aber das tut halt Google oder andere Firmen, IBM oder sowas auch. Ne? Also das ist korrekt. Ganz klar. Ja? Also, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich meine, der Sinn von Open Source als Konzept ist ja auch irgendwie es so zu machen, dass man kollaborativ an Projekten arbeitet, ja, und dass auch jeder seine Auswertung daraus machen kann. Genau, und wir haben ja schon damals immer interessanterweise dann auch darauf hingewiesen, und Richard Stallman hat das ja auch von Anfang
Anfang an, dass es eben nicht kostenlos genau. sein soll, sondern es soll halt die Freiheiten schützen. Und eines der wichtigen Randbedingungen ist eben, dass man damit eben auch Geld verdienen können muss, um eine nachhaltige Versorgung von neuen Ideen und Produkten eben zu schaffen. Richtig. So, was gab's noch? Ja, wir hätten hier noch einen Kommentar. Wäre dies nicht die interessantere FOSS-Nachricht zu Schleswig-Holstein gewesen? Slack Rival Element wins largest. Ja, interessant, das habe ich gar nicht ever gesehen. Collaboration Software Deal. Wäre mit Sicherheit ein berichtenswerter interessant. Idee gewesen. Finde ich auch auf anderer Ebene auch interessant. Also werde ich mir nochmal angucken. Vielleicht ist es dann was fürs nächste Jahr. Also Element ist ja auch ein relativ weit verbreitet in anderen Behörden und in Ländern. Und die Bundeswehr hat Element hier auf Basis von Matrix hier ziemlich groß eingesetzt. Also ist schon eine interessante Nachricht. Hätte man auch bringen können. Vielen Dank für den wertvollen Hinweis. So, was haben wir noch? Ja, es gab auf Heise einen interessanten Kommentar. Und zwar ist der Inhalt des Kommentars ist im Wesentlichen, dass der Autor sagt, dass die Community sich mehr in die Politik einmischen muss, damit solche Sachen verhindert werden, dass irgendwelche völligen merkbefreiten Nicht-Profis relevante Entscheidungen treffen. Also anders gesagt, dass die Netzpolitik gestärkt wird und dass es da relevante Experten gibt, die dazu beitragen können. Und dass man sozusagen aus einer Blase rauskommen sollte und etwas tun sollte. Ich stimme dem im Prinzip zu und da sind auch ein paar gute Beispiele drin gewesen. Also zum Beispiel sowas wie, wir dekorieren jetzt alles irgendwie mit so Bullshit-Phrasen wie Blockchain und KI und sowas, ja. Einfach nur, weil es irgendwie gerade gut aussieht. Also als Beispiel ist dieser Tweet da oben von der FDP-Bundestag, ich glaube, das ist die Bundestagsfraktion gewesen, der gesagt hat, wir schaffen jetzt das Fax ab und das mit dem Hashtag Blockchain versehen hat. Ja, man denkt, okay, hier geht es eher um Show als um Substanz. Ich kann dem nicht 100% zustimmen, weil ich glaube, es gibt schon wirklich gute Netzpolitiker und es gibt da relevante Leute. Ich glaube, das ist eher noch ein strukturelles Problem, denn diese relevanten Leute bekommen auch nicht genug Einfluss. Ja, aber also ich bin da jetzt nicht so... Ich meine, so eine Julia Reda zum Beispiel. Ich bin da jetzt nicht so pessimistisch. Also ich meine, wenn man sich anschaut, dass Netzpolitik ein relativ junges Thema ist und dass man wahrscheinlich bei so einer Politik-Sache über längere Zeit hier das Ganze beobachten muss, ja, aber es ist auch die, so ein, die Generation wird ja erst noch kommen, die sich da richtig gut auskennt. Ja, aber das Problem ist auch, dass es ein, ich meine, das wissen wir auch alle von anderen Aspekten, komplexe Themen sind schwierig zu verkaufen auf so einer Ebene. Einfache Themen sind einfach zu verkaufen. Also hier Kohlekraftwerke zumachen, versteht jeder, was das bedeutet. Ja? Rente erhöhen oder senken, versteht auch jeder mit einem Wort und mit großen Buchstaben, was da ist. Sowas wie digitale Bürgerrechte sind halt deutlich schwieriger, ja, zu vermitteln. Und solche Leute wie Julia Reda beispielsweise, die sind, die werden dann quasi irgendwo, ich will nicht sagen, in der EU verheizt, aber das sind dann halt Leute, die müssten eigentlich in einer relevanten Position in Berlin sein. Ja? Hm. Und das passiert halt einfach nicht. Also ich befürchte, die Gefahr ist, dass wir da aus unserer Blase raus argumentieren und das sehen und wir kennen uns dann halt relativ gut mit bestimmten Teilen genau. aus der Netzpolitik genau. aus und können das hier beobachten. Ich würde mich jetzt hier nicht kompetent fühlen, hier das Gleiche jetzt bei Kohlekraftwerken und so weiter zu sagen, weil das sieht es ja eventuell genauso oberflächlich einfach bestimmte Sachen aus. Und ja, aber es ist einfacher zu kommunizieren. Bin ich mir nicht sicher. Ja. Müsste man mal rausfinden.
Aber auf jeden Fall glaube ich schon, dass man generell natürlich mehr Kompetenz braucht in diesen Bereichen. Und die wird man auch über die Zeit hier bekommen. Und das ist natürlich aber auch ein Aufruf an alle da draußen. Jeder kann ja was machen. Jeder kann ja mithelfen bei seinen Bundestagsabgeordneten und so weiter in Sprechstunden oder sowas hier kompetent aufzutreten und über bestimmte Themen zu reden. Und das ist mit Sicherheit auch gern gesehen, sodass man hier über die Zeit eben auch ein Bewusstsein und eine Kompetenz hier schafft. Richtig. Also ich sehe das nicht so dramatisch. War das mit den Kompetenzen schaffen? Ich sehe das nicht so dramatisch, aber ich sehe, dass man da natürlich was tun kann. Ja, aber das mit den Kompetenzen schaffen, das hatten wir vorhin schon mal, ne? Ja, hatten wir. Also hier. Genau. Aber gut, gehen wir da schnell mal drüber. Genau. Kommen wir zum nächsten Punkt. Fand ich auch sehr beeindruckend. Die CDU hat sich eine Digitalcharta gegeben. Und wenn man sich dann mal unter dem Punkt Offenheit und Offenheit als Standard sich das anschaut, da muss man schon sagen, da stehen sehr viele richtige Sachen drin. Ist jetzt allerdings, wenn man das so sieht, ein Papier und die Frage ist, wenn das niedergeschrieben ist, wie wird das dann auch gelebt? Was uns dann natürlich dann zu der Frage bringt, oh, falsche Richtung. Nanu. Was uns dann zu der Frage bringt, da ist die Reihenfolge ein bisschen falsch gewesen von der, da gehen wir drüber. Was uns dann zu der Frage so viel zu bringt, Kompetenz beim Folien machen. ob das dann wieder so ein Beschluss ist, an den sich dann niemand hält, den man gut liest, aber keine Aktivitäten hier rauskommen, hätte ich eigentlich gedacht, ja, als ich das gelesen habe, okay, bin ich mal gespannt, was dann da rauskommt. Und wenn man sich das allerdings anschaut, wir haben tatsächlich ein Beispiel gefunden, wo man das auch konsequent, was da drin steht, wirklich bis aufs letzte Bit umgesetzt hat. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, also im Publikum würden wir jetzt die Frage stellen, was meint ihr, was das für ein Beispiel war? Durch die ganzen Verzögerungen ist das leider nicht so ganz interaktiv, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir zeigen es einfach mal. Ja, also muss man sagen, Muster, fast, ich sag nicht ganz, aber fast mustergültiges Open-Source-Projekt. Ja, im zweiten Durchlauf. Im zweiten, ja. Also am Anfang hatte ich ein bisschen Zweifel, weil sie halt so Source-Code-Drops gemacht haben und sowas, aber mittlerweile, der gesamte Quellcode ist auf GitHub, inklusive dem Backend, inklusive der Dokumentation. Es wird ordentlich auf GitHub entwickelt. Das Ganze ist unter einer ordentlichen Lizenz und es ist sogar von der Security her wirklich gut. Also ich fand das wirklich sehr spannend. Wer das nochmal, kann ich jedem empfehlen. Es gibt ein Video mit dem Statement vom CCC. Mhm. Und der Vertreter vom CCC, das ist der Linus Neumann, ist so ein bisschen so ratlos. Steht da irgendwie und sagt, es ist auch eine sehr ungewöhnliche Situation für uns, aber es gibt hier nichts zu meckern. Es ist schon, man merkt wirklich, wie so unangenehm ihm das Ganze ist. Irgendwie. Das ist schon wirklich interessant. Und ja, also auf der anderen Seite verstehe ich allerdings bei der Corona-App nicht, dass, und das ging ja auch jetzt gerade in den letzten paar Tagen durch die Presse die ganze Zeit, dass anscheinend ja jedes Land seine eigene App entwickeln muss und nicht kollaborativ daraus gemacht wird. Insbesondere, weil jetzt ja unter einem vernünftigen Open-Source-Lizenz und frei und offen und allem und auch die Dokumentation da ist und so weiter, gibt es ja die deutsche App. Da frage ich mich, warum frickelt Großbritannien jetzt irgendwie an seiner eigenen App rum und kriegt es nicht auf die Reihe und Frankreich macht irgendwelche anderen Sachen. Und auch Länder, die sich das vielleicht, bei denen das vielleicht wirklich einen Impact hätte, auch kostenmäßig, auch die gehen nicht daran. Also da frage ich mich, ist das irgendwie, ist der nationale Stolz da wirklich so groß? Naja, gut. Oder haben die einfach alle Open Source nicht verstanden? Ja, aber eine eigene App zu haben, ist ja jetzt nicht gegen Open Source sozusagen. Aber die Frage ist ja, wie viel Wiederverwendung hat man in den jeweils eigenen Apps drin? Also, ja, ich meine, also ich sag mal so, diese App benutzt ja die APIs von Apple und Google. Der Rest, der da drumherum ist, wird im Wesentlichen wahrscheinlich Resilience und Scaling sein. So richtig abseits davon ist das kein Rocket Science, was da drin ist. Ja?
Ja, aber die Frage ist ja nochmal, wie viel Wiederverwertung ist denn von den bestehenden Sachen? Also es hindert ja niemanden, die in Großbritannien sich aus GitHub die Quellen runterzuladen, einen eigenen Fork zu machen und ja, dann da weiterzumachen. Also die müssen ja nicht mal hingehen und sagen, wir steigen da jetzt ein und machen da und tun PRs submitten oder sowas. Die könnten ja auch einfach hingehen und sagen, wir machen einfach einen Fork und dann machen wir davon unseren eigenen Dings. Selbst damit hätte man ja. Und ich meine, da geht es ja auch nicht ums Geld. Ich meine, wir reden da ja auch über ganz andere wichtige Aspekte, wie zum Beispiel Time to Market. Ja? Also die Briten haben immer noch keine wirklich funktionierende App, soweit ich weiß, und sind da irgendwie am Frickeln. Die wären mit so einem Ansatz natürlich deutlich schneller am Start gewesen. Ja? Und wahrscheinlich andere Länder auch. Also das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Da wäre ich auch echt mal interessiert an irgendjemand, der sich da ein bisschen besser auskennt, mit den Hintergründen und vielleicht auch den politischen Hintergründen, warum das nicht gemacht wird. Ja, und es geht ja auch darum, die Prozesse irgendwie interoperabel zu machen. Also, dass jemand, der von Deutschland nach Großbritannien reist, dass er irgendwie eine Infrastruktur vorfindet, die dann sich sozusagen interoperabel gestaltet, sodass man auch die Meldungen irgendwie aus Großbritannien bekommt. Ja. Lassen Sie weitermachen, sonst überziehen wir wirklich. Wir haben übrigens in den Kommentaren den ersten Hinweis für eine mögliche Publikation vom Umweltbundesamt gefunden. Das werden wir uns mal anschauen. Das werden wir uns auf jeden Fall angucken. Da bin ich wirklich sehr interessiert dran. Gut. So, lassen Sie mal nicht so ganz krass überziehen. Der Bereich Urheberrechte, Patente und DRM. Kleiner Hinweis, wenn ihr euch eine Nerf kauft, dann könnte es sein, dass da demnächst ein DRM für Nerf Darts drin ist. Das heißt, die Knarre überprüft, ob die Geschosse tatsächlich von Nerf hergestellt werden. Jetzt frage ich mich für den üblichen Office Warfare, den wir bei uns in der Firma schon ziemlich extensiv hatten, ist das doch quasi wie so ein Atomwaffensperrvertrag, oder? Na gut, aber das ist ja nicht neu. Ich meine, wenn man sich an sowas wie Druckerpatronen erinnert, da ist das ja auch. Da gab es ja Druckerpatronen, die haben ein Musikstück drin gehabt, um das urheberrechtlich zu stützen, sozusagen. Also, ja, aber also ich meine, die Verfügbarkeit von Nerf-Geschossen ist in manchen Firmen Teil der Softwareentwicklung. Aber machen wir mal weiter. Was hatten wir noch? Das war eine interessante Meldung, und zwar, da ging eine Meldung rum, dass in der Hochzeit der Corona-Krise ein Teil für diese Ventilatoren, also diese Beatmungsmaschinen, gefehlt hat und dass Leute dieses Teil 3D gedruckt haben, weil der Hersteller konnte oder wollte, das ist auch nicht mehr so genau rauszufinden, das nicht liefern. Und daraufhin wurden diese Leute mit einer Abmahnung versehen von diesem Hersteller. Mhm. So, das war die Meldung. Ja? Ich habe das versucht nachzuvollziehen und mir die Quellen anzugucken. Und das ist tatsächlich so, dass man dafür keine Quellen findet. Also das ist alles sehr Hörensagen, sage ich mal. Also man findet Artikel darüber, dass dieses Teil tatsächlich gedruckt wurde, 3D. Das stimmt. Ja? Allerdings, wenn man versucht herauszufinden, wie das jetzt war mit dieser Abmahnung und mit diesem Urheberrechtsanspruch, dann findet man nur solche Sachen wie, der Schwibschwager von meiner Freundin hat irgendwie gehört, dass er jemanden kennt, der da eine Abmahnung bekommen hat, aber man findet keine Primärquelle dafür. Mhm. Also ich würde sowas immer mit Vorsicht genießen. Trotzdem ist es natürlich schon, hat das natürlich andere Implikationen. Also wenn jetzt irgendwie ein Teil, was der Hersteller nicht liefern kann, durch 3D-Druck hergestellt werden kann oder durch irgendeine andere Maßnahme, die quasi im Eigenbau passiert, dann ist das natürlich schon eine interessante Perspektive, gerade auch, also nicht nur auf den Bereich 3D-Druck, sondern insgesamt auf sowas wie Remix-Culture und ähnliches. Ja, wird in Zukunft einfach mehr solche Fälle geben. Ja. Die Frage ist natürlich damit Haftung, das ist natürlich auch eine andere Frage, ne? Also was passiert, wenn so ein Teil versagt, ja? Das ist halt auch blöd. Und auf der anderen Seite könnte man sagen, na gut, man hat die Wahl zwischen einem potenziell versagenden Teil oder gar keinem Teil, aber da gibt es halt sehr diffizile Haftungsgründe, Haftungsfragen auch, die nicht so einfach zu Wir haben noch zwei kurze Nachbrenner zu dem Corona. Also Andreas hat hier kommentiert, dass die eigene Apps Wirtschaftsförderung sind, das stimmt. Stimmt. Hätte aber trotzdem keine Auswirkungen auf den Code-Reviews. Ja, aber auf der anderen Seite, also ich meine, die wie viel sind 25 Millionen da reingeflossen in die App? Irgendwas, ja. Das ist doch Peanuts gegen, also jetzt sagen wir das böse Wort, das ist doch Peanuts gegenüber, was da sonst so in die Wirtschaftsförderung geflossen ist in den letzten paar Monaten. Gut, aber wie gesagt, auch wenn das Wirtschaftsförderung ist, soll ja auch eine, also es spricht ja nicht dagegen, eine nationale App zu haben. Die Frage ist, ob man da sich nicht an dem bestehenden Pool von
von Sourcen bedienen kann. Und das Zweite ist, das Melden der Testergebnisse ist nicht standardisiert. Das habe ich ja gesagt, das ist, dass die Infrastruktur hinten dran ist einfach noch nicht kompatibel. Und, aber man hätte einen Headstart gehabt. Ja. Und da hätte man das natürlich sich darauf vielleicht auch konzentrieren können. Jetzt steckt ja jeder das Geld erstmal in die App rein und man hat sehr viel doppelte Entwicklung. In jedem Land schreibt jetzt einer Main. Aber wir kommen zu den Hipstern. Ja, die Urheberrecht, Thema Urheberrecht. Gibt es auch ein paar lustige Sachen. Das Lustigste, fand ich, war ein Hipster mahnt eine Zeitung ab, die einen Artikel über gleich aussehende Hipster gebracht hat, weil er glaubt, dass er sich auf einem Foto dort wiedererkannt hat und deswegen seine Rechte wahren will. Hinterher kommt raus, war er gar nicht, war ein ihm ähnlich sehender Hipster. Okay. Also ich hoffe, es hat jeder verstanden, mehr sagen wir dazu nicht. Ich hätte das ja ehrlicherweise nicht beim Stern, sondern beim Postillon erwartet, diese Schlagzeile. Stimmt. Hört sich für mich ja eher nach einem Marketing-Stunt an, aber okay. Oder jemand hat vom Postillon abgeschrieben. Oder das. Passiert ja auch mal gelegentlich. Ja, anderes, sehr cooles Projekt ist, da ist jemand hingegangen und hat per Skript alle Melodien mit einer bestimmten Länge erzeugt, die es gibt. Ja. Also da gibt es noch ein paar Einschränkungen mit Notenschlüssel und welche Dings und sowas, aber er hat sich da Gedanken gemacht, auch über die Länge. Also welche Länge ist sinnvoll, in welcher Länge sind die meisten Melodien geschrieben und sowas. Ja. Also da ging ein bisschen mehr Brains rein, aber dann ist er hingegangen und hat quasi alle Melodien erzeugt, die es geben kann. Ja? Also quasi mit einer Permutation. Und hat das dann quasi unter einer Open-Content-Lizenz, ich glaube es war die Creative Commons Lizenz lizenziert und das liegt auf dem Server zum Download, sind irgendwie 600 Gigabyte. Also die Idee ist ja, dass man dann nach amerikanischem Recht gibt's schon. Prior Art. Gibt's schon. Genau. Es gehört mir. Ja. Also dass man in Zukunft eine Rechtssicherheit schaffen möchte für diese ganzen Klagen, dass Künstler X kommt und sagt, Künstler Y hat ein Lied geschrieben, das habe ich aber schon vor 10 Jahren geschrieben. Dann kommt er rein und sagt, das gehört alles mir. Genau, und ist unter einer Lizenz, genau, die es euch ermöglicht, damit auch hier das aufzuführen. Falls jemand es wagt, diese 600 GB-Datei mal runterzuladen, auszupacken, wäre ich mal interessiert dran, wie groß die ist, wenn man die auspackt. Also, ich fand das ganz witzig. Gibt's da eigentlich, also ich meine, wenn ich da jetzt nach einer, also sagen wir mal, ich bin jetzt so ein Richter, der vorher entschieden hat, dass Christoph Hellwig nicht genug Beweise geliefert hat, dass er diese... dass er diesen Code geschrieben hat, dann kriegt er jetzt diese 600 Gigabyte und kriegt gesagt, sucht raus, ist da irgendwo drin. Wir können nur beweisen, dass da alle drin sind. Ja, also wie gesagt, ich finde das ganz witzig, ist ein Ansatz eines Technikers sozusagen, wie man so ein Problem löst. Ich befürchte nur, das wird vor einem Gericht nicht so ganz standhalten. Mit Ansatz eines Technikers haben wir übrigens auch ganz am Ende noch was. Gut. Ja, aber vielleicht erreichen wir das ja heute noch. Ja, aber Musik... Wir überziehen übrigens ein bisschen. Musik, ich sag's jetzt schon mal. Musik ist ein ganz gutes Stichwort. Herzlichen Glückwunsch. 25 Jahre MP3. Ja. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war mein Rechner zu Hause mit dem Dekodieren und Abspielen einer MP3-Datei quasi 100% CPU belastet. Ja, jetzt könnte man wieder bei diesen 3,5% oder 3,5 mal, das ist ja viel mehr als 3,5%, wenn ich drüber nachdenke, also den Faktor 3,5 hier rechnen. Also MP3 ist ja jetzt keine Open Source und keine freie Implementierung gewesen, um es mal ganz klar hier zu sagen. Nee. Aber das, was dann nachher rausgekommen ist mit dem Ogvorbis, hatte ja eine bessere Qualität bei weniger Rechenleistung und so weiter gehabt, hat ja nur das einzige Problem gehabt, dass es in den ganzen kommerziell kaufbaren MP3-Playern nicht abgespielt worden ist. Mhm. Also wir sagen mal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag MP3 und die ganzen tollen Sachen, die mit MP3 da rausgekommen sind, wie Ogvorbis, wie die ganzen Codecs, die wir in den ganzen Browsern im Moment drin haben. Ja, da muss man ganz klar sagen, MP3 hat quasi ein neues Business erschaffen. Ja, es war also ganz viele Sachen wären ohne das einfach gar nicht da heute. Genau. Ja. Okay, nächster Punkt. So, jetzt muss ich mal selbst lesen, was das hier ist. Leistungsschutzrecht, genau. Ja, das war auch sowas. Da ist natürlich passend, dass auf der Folie so viel Text ist.
Ja, da sagt jemand in den Kommentaren, ihr habt doch noch nie überzogen. Es stimmt, weil es über Essen gab danach. Ja, also jetzt gibt es auch Essen, aber leider nur für uns. Insofern trifft es nur uns, wenn wir überziehen. Hoffentlich. Komm. Ihr könnt ja auf der Couch sitzen und... ne? Auf jeden Fall Leistungsschutzrecht. Kommen wir da wieder drauf zurück. Der ursprüngliche Entwurf für das EU-Leistungsschutzrecht hat sich bezogen auf jede Art von geschaffenem Inhalt. So, dann ist irgendjemand hingegangen und hat gesagt, das waren die Deutschen übrigens, haben gesagt, Moment, das ist schlecht, weil dann bedeutet das ja, dass das Leistungsschutzrecht auch für Softwareentwickler gilt. Das wiederum würde bedeuten, dass ein Softwareentwickler beispielsweise sagen könnte, ich möchte meinen Code nach 5 Jahren wieder zurückziehen. Also ihr dürft ihn jetzt nicht mehr weiter benutzen, beispielsweise. Und noch ein paar andere Sachen. Ja. So, anstatt, was würde der Techniker tun, wo wir ja bei den Techniker-Dings sind, er würde diesen Ansatz irgendwie fixen von Grund auf, sodass das irgendwie Sinn macht. Denn das ganze Leistungsschutzrecht ist natürlich totale Banane. Ja, das ist eine reine, ein reiner Schutz eines überholten Geschäftsmodells. Was hat man stattdessen gemacht? Man hat das eingeschränkt auf Presseerzeugnisse. Das heißt, im europäischen Leistungsschutzrecht steht tatsächlich jetzt drin, dass das nur für Presseerzeugnisse gilt. Da haben wir wieder dasselbe Problem wie vorher. Also ich würde jetzt argumentieren, was ist denn jetzt Presse? Was ist ein Blog Presse? Ist ein Buch, also ein Roman, ist das Presse? Oder ist nur irgendwas, was in großformatigen Blättern rausgebracht wird, Presse? Ja, also das ist, ich finde das alles so schlimm unpräzise. Ja, und auch so teilweise absichtlich unpräzise. Und auf der anderen Seite sagen sie aber dann, oh nee, um Gottes Willen, keine Softwareentwickler mit einschließen, das könnte ganz fies nach hinten losgehen. Mhm. Ja, natürlich geht es ganz fies nach hinten los, aber dann sollte man vielleicht mal das Problem also fixen und nicht irgendwie an den Details dann nur so lange rumkurieren, bis man irgendwas hat, was irgendwie sich so durchschlängelt. Ja? Also das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Ja. Aber das vielleicht ist das auch ein Grund, warum nicht so viele Techniker oder ITler oder Leute, die sich mit der Materie auskennen, in die Politik gehen. Weil vielleicht würden die da irgendwie so ein Logikwörkchen sich auflösen oder so. Vielleicht. Ja, noch was Spaßiges. Ryan Johnson hat in meinem Interview gesagt, dass Apple Bösewichte in Filmen, die sie finanzieren, nicht mit iPhones auftreten lässt. Wenn ihr also, und jetzt gemeiner Spoiler, wenn ihr auf Apple Plus oder wie das heißt, einen Film guckt, ein Original guckt, und ihr seht da jemanden mit einem iPhone, wisst ihr, das ist nicht der Bösewicht. Ja? So weit geht das schon. Andere What the Fuck-Nachricht, und da sind wir auch bei Apple und auch bei Google übrigens. Ich weiß nicht, wer schon mal versucht hat, eine App im App Store zu platzieren, das ist ja ein elendiger Prozess. Man fühlt sich wie so einem mittelalterlichen Tribunal. Und auf der anderen Seite gibt es aber tatsächlich eine App, mit der saudi-arabische Männer kontrollieren können, was ihre Frauen so machen. Also die kriegen dann eine Notification, wenn die Frau versucht, die Grenze zu übertreten zum Beispiel. Ja, sowas geht natürlich total. Also das ist keine Violation der App Store Policies, wie es immer so schön gesagt wird. Ja? Das ist total okay. Mhm. Ja? Ist die denn überall in den App Stores drin oder nur in Saudi-Arabien? Die ist überall in den App Stores drin. Die kannst du auch hier in Deutschland runterladen. Die Screenshots, die da sind, die habe ich bei mir auf dem Rechner gemacht. Das Bizarre daran ist, diese App ist nicht, die heißt nicht irgendwie Frauentrack-App oder so, ja? Sondern das ist quasi so eine Art E-Governance-App. Ja? Also da kannst du auch irgendwie Führerschein beantragen, alles Mögliche machen. Und da gibt es halt einen Punkt, Verwandtschaft. Und da kannst du sehen, wo sich deine weibliche Verwandtschaft so rumtreibt. Mhm. Ja? Also wirklich krass. Ja? Und verstößt nicht gegen App Store Policy sowas. Ja? Gut, jetzt könnte man sagen, kann man mit Google Maps auch machen. Der einzige Unterschied ist, dass man das sozusagen gegenseitig dann aktivieren kann und dass man das als einen Teil dann auch wieder deaktivieren kann, ohne dass, also hier scheint es ja so zu sein, als würde man das gar nicht mitbekommen als Frau. Was ich ein bisschen seltsam fand, war die Bewertung. Also wenn man hier mal guckt, das hat irgendwie 97.000 Bewertungen, 97.000 Benutzer, wenn ich das richtig sehe, also knapp 100.000 Benutzer, aber nur ganz wenige Bewertungen. Ja? Und eine Ein-Punkt-Bewertung war wahrscheinlich eine Frau.
Ja. Okay. Ja, 35 Jahre CT. Ja, schön. War das die erste? Das ist die erste Ausgabe und die aktuelle Ausgabe. Und ja, da liegt eine Menge Zeit dazwischen. Und ich kann mich erinnern, ich war auch ganz lange CT-Abonnent. Aber habe es irgendwann abbestellt, weil es mir zu seicht wurde. Aber wenn ich mir die Schlagzeilen, die da auf dem Cover stehen, von damals und von heute angucke, sehe ich da keinen wirklich großen Unterschied von der Tiefe her. Vielleicht hat man sich einfach nur selbst weiterentwickelt an einem bestimmten Punkt. Ich weiß es nicht. Ja. Also wenn man sich die Cover hier betrachtet von der ersten und der letzten Ausgabe, muss man sagen, die sind sich ganz gut treu geblieben. Hm. Manchmal, ja. Und muss man auch sagen, dafür, dass das ja so ein Spartenmagazin ist, hat sich das auch noch gut gehalten. Also die Verlagsbranche, der geht es ja nicht so ganz gut. Aber immerhin, 35 Jahre, also Glückwunsch von uns. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. Auch Glückwunsch und gleichzeitig so ein tränendes Auge, muss man sagen, an unsere Freunde von ProLinux. Also wenn ihr hier zuguckt, ja, wir wünschen euch echt das Beste. Ihr habt einen Jahrestag gehabt und gleichzeitig oder kurz danach gesagt, ihr hört auf. Ja. Yeah. Und das war wirklich traurig. Als ich das gelesen habe, war ich wirklich traurig. Und muss ja noch mal sagen, über die ganze Zeit wart ihr ja doch ein sehr wichtiger Begleiter für alle Nachrichten. Ja, und auch ein Begleiter für uns persönlich. Also auf beim Linux-Tag, wir haben uns immer wieder gesehen und ihr habt da ganz tolle Berichterstattung auch gemacht und so. Also er war da schon so ein Teil der Family. Genau, und ich finde es großartig, was ihr in der Zeit geleistet habt. Ich meine, das habt ihr ja alles ja neben dem ganzen Beruf und euren ganzen Freizeitaktivitäten noch hinbekommen. Und das war eine große Leistung und Hut ab für das Werk, was ihr in den 20 Jahren hier geleistet habt. Ja. So, jetzt haben wir noch ein paar weitere Sachen. Noch so ein paar What-the-fuck-Schlagzeilen zum Beispiel. Und damit kommen wir auch fast schon zum Ende. Und haben tatsächlich nicht so ganz krass überzogen. Aber wir haben voll auf die Tube gedrückt. Es wurde ein neuer Maintainer für den Floppy-Treiber gefunden im Linux-Kernel. Ja, das ist wichtig. Also ich meine, da muss man, das ist wirklich wichtig. Gibt es eigentlich, also ich muss das jetzt mal kurz auf Amazon gucken. Nein, das muss man ja sehen. Es gibt mit Sicherheit noch Anwendungsfälle dafür, sonst würde es ja keinen Maintainer mehr dafür geben. USB Floppy Drive. Und da muss man sich das anschauen. Das ist halt der große Unterschied zwischen einem rein kommerziell finanzierten System, wo das irgendwann nicht mehr wirtschaftlich wäre, und hier ein System, was eben mit freier Software als Basis da ist. Da gibt es, solange es den Bedarf gibt, und jemand sich mit den Fähigkeiten bereit erklärt, da seine Zeit reinzustecken, gibt es da eben einen Maintainer und eine Weiterentwicklung. Also, auf Amazon kann man noch ein USB Floppy Drive kaufen für 34,65. Allerdings wird mir hier, hier gibt es auch tatsächlich Floppies selbst. Ich dachte, das gibt es tatsächlich nur noch als New Old Stock. Ja, siehst du, hat also noch große Relevanz. Mhm. Ich weiß nicht, also vielleicht sind das dieselben Leute, die die Cobol-Kurse machen, die brauchen. Ja, nein, also jetzt mal Scherz beiseite. Ich finde, das ist natürlich ein Randthema. Also heutzutage werden jetzt nicht mehr in Massen Floppies eingesetzt. Also wahrscheinlich, also ich habe keine mehr. Hast du noch eine? Also jetzt von einem Laufwerk? Nein. Ja, aber trotzdem kann ich mir vorstellen... Ich habe CDs abgeschafft, Olli. Ja, also bei dir. Ja. Nicht generell. Nee, wir kommen als nächstes dran. Aber hatten übrigens 40 Jahre CD dieses Jahr. Ja. Haben wir nicht drin in unserem Slideset, aber... Ja, trotzdem auch herzlichen Glückwunsch. Ja. Aber ich finde, das zeigt es trotzdem, solange da noch irgendwie ein Bedarf bei zumindest einer Person besteht, gibt es da eben auch noch die Möglichkeiten, das hier weiterzupflegen. Ja, oder bei mehreren Personen, die diese Cobol-Kurse machen. Genau. Gut. Ah, guck mal hier. Interessanter Dings. Boeing 747s bekommen Critical Software Updates mit Floppy Disks. Okay. Ja. Lass mich das kurz niederschreiben. Beim nächsten Mal fliege ich nicht mehr mit einer Boeing 747. Nein, ich meine, sieht jetzt, man, es gibt... Ernsthaft? Das ist ja schon ein eigenes What-the-fuck-Meldung für uns. Ja, aber scheint aus dem Jahre 2020 zu sein. Ja, krass. Wir sollten mehr The Verge lesen. Danke für den Hinweis. Aber man lernt ja nie aus und kriegt immer wieder neue Informationen. Ja. Also, wir sollten so ein What the Fuck Submission-Form machen, sowas, so WikiLeaks für What the Fuck-Meldungen quasi.
Okay, kommen wir zu unserem letzten Thema. Und zwar ist das das, was wir vorher schon angekündigt hatten, nämlich ein weiterer Nerd, der sich mit Gesetzen auseinandergesetzt hat. Ja, schon ein bisschen länger her, der Artikel ist nur relativ neu. Eigentlich ein Logiker. Kurt Gödel wollte US-Bürger werden, 1949. Und, oder 48, ich kann es nicht genau lesen, ich glaube 49 war es. Auf jeden Fall, Kurt Gödel als guter Mathematiker und Logiker denkt sich natürlich, das mache ich nicht einfach so, da muss ich mir vorher mal die Bedingungen angucken. Also hat er sich mit der US-Verfassung beschäftigt und ist zum Schluss gekommen, die hat einen logischen Fehler. Ja. Und bei der Einbürgerung, wo man damals, ich bin mir nicht sicher, ob das heute noch so ist, muss ich mal Alexi fragen, damals auf jeden Fall war es so, dass man von einem Richter interviewt wurde zu dieser Einbürgerung. Und der Richter war, ich gebe jetzt ein bisschen diese Story wieder, die in diesem Artikel steht, der Richter war ein Bekannter von Albert Einstein und Albert Einstein kannte auch Gödel und hat wohl mit ihm schon mal geredet und Albert Einstein muss dem Richter wohl gesagt haben, pass mal auf, Junge, wenn der gute Kurt vor dir steht und irgendwas sagt von, ich habe da so einen Logikfehler gefunden, ja, dann wechselst am besten das Thema. Ja. Und genauso ist es gekommen, also es ist dieser Dialog übermittelt, wo Gödel irgendwie, wo der Richter Gödel fragt, und wo kommen Sie denn her? Und Gödel sagt, ja, aus Österreich, wir hatten da so eine ganz schlimme Zeit, da wurde unsere Verfassung irgendwie ad absurdum geführt und eine Diktatur eingeführt. Und dann sagte der Richter, na, das kann ja bei uns nicht passieren. Und dann sagte Gödel, doch, und ich habe es rausgefunden, wie. Und daraufhin der Richter dann, das diskutieren wir hier nicht. Und er wurde dann tatsächlich eingebürgert. Hm. Lustigerweise gab es keine Aufzeichnung darüber, was Gödel eigentlich meinte. Und es gibt auch tatsächlich so eine Studie und so eine Gruppe von Leuten, die sich damit beschäftigen, was das hätte sein können. Und die haben so ein paar Vermutungen, die was damit zu tun haben mit der massenhaften Aufnahme von neuen Bundesstaaten in die USA durch den Präsidenten. Also hoffen wir mal, dass das der gute Trump nicht liest. Aber der grundsätzliche Widerspruch, der sich damit überzeigt, ist ja, dass sind denn Gesetze überhaupt mit Logik zu greifen? Ja, das ist ja immer so das Problem, was ich auch habe. Also man gibt ja da ja irgendwie, es gibt mal als Beispiel, ja, dieses Masernurteil, wo der Arzt mehr oder weniger verloren hat, weil man auf das genaue Wording geguckt hat und gesagt hat, da soll eine Studie vorgelegt werden, dann meinte er genau eine und nicht irgendwie eine Serie von Studien, die das zusammen belegen. Da wurde also genau auf die einzelne Formulierung geachtet oder auch bei zum Beispiel sowas wie ein wirksamer Kopierschutz, ja, ist ja auch quasi die Formulierung wichtig und nicht der tatsächliche Tatsachengehalt. Auf der anderen Seite wird immer gesagt, ja, überlegen, Gesetze werden müssen so ausgelegt werden, wie sie gedacht sind, nicht wie sie geschrieben sind. Und da habe ich immer so das, ein bisschen so das Gefühl, das wird irgendwie so gedreht, irgendwie, wie es immer passt. Ja, und da habe ich so ein bisschen meine Probleme mit. Aber vielleicht wäre das was, und damit kommen wir auch schon zum Ende, vielleicht wäre das was mal in einer Folge von unserem Podcast zu beleuchten und uns damit zu beschäftigen, wo Logik und Recht sich irgendwie beißt. Wir haben noch zwei Kommentare, die können wir ganz kurz nochmal aufnehmen. Ein anonymer Zuhörer hat hier gesagt, dass es geht um die Floppy und den Boeing 747 Update, sagt, dass es nur ein Medium ist. Würde ich jetzt auch erstmal zustimmen. Ich frage, das finde ich auch nicht schlimm. Ich frage mich nur, was da noch so alles drin ist. Na gut, du hast eine lufttechnische Zulassung von diesem Flugzeug und da sind bestimmte Sachen halt drin. Ja, aber da hängen so viele Sachen dran, weißt du, so wie gesagt, so solche Geschichten wie, ja, also diese Stahlträger hier, die gibt's nicht mehr, die müssen wir jetzt selbst herstellen. Also hier, Johann, klöppel die doch mal schnell zusammen, so in diesem Stil. Das ist auch nicht so dramatisch, wie du das jetzt hier darstellst. Aber im Großen und Ganzen. Ich habe das jetzt ein bisschen überspitzt. Ja, aber im Großen und Ganzen zeigt das ja hier, dass bestimmte Technologien, wo man persönlich überhaupt gar nicht mehr denkt, also das ist ja das Interessantere eigentlich, wo man aus dem persönlichen Einsatzgebiet schon längst verbannt hat, dass das trotzdem in Bereichen noch absolut vorherrschend ist. Ja? Und dass man nicht einfach so sagen kann, okay, dann kann das weg. Wir brauchen da keine Unterstützung mehr in so einem Betriebssystem und dann fallen dann halt bestimmte andere Sachen runter.
von dem man gar nichts ahnte oder sowas. Das finde ich das Interessante. Der zweite Kommentar war, dass aus der Sicherheitssicht natürlich CDRs nicht überschrieben werden können. Jetzt sind wahrscheinlich auch CDRs einfacher herzustellen als Floppies in größeren Maßstab, weil du wirst ja nicht nur ein Flugzeug updaten, sondern... Ich wäre mir da auch nicht so sicher, ob die nicht überschrieben werden. Ich habe dieses Jahr Artikel gelesen, ja, sowas wie Festplatten werden per Firmware-Update in Mikrofone umgebaut, ja, indem sie die Vibration irgendwie aufnehmen und dann quasi als Mikrofon agieren. Diese Aussage, dass man CDRs nicht überschreiben kann, würde ich so pauschal nicht unterschreiben. Ja, ich habe schon Pferde kotzen sehen. Ja, aber Stand der heutigen Wissens sozusagen. Ja. Okay. Ja, dann sind wir jetzt mit den tatsächlich mit den Folien zu Ende. Wir haben tatsächlich auch nur 15 Minuten überzogen. Und jetzt kommt der große Moment, wo wir eigentlich in die virtuelle Aftershow-Party über... Also in unsere Aftershow-Party. Und hoffentlich geht ihr in eure Aftershow-Party. Wir wollen nochmal die Gelegenheit nutzen, um dem Froscon-Team ganz, ganz, ganz liebes Dankeschön zu sagen. Das war ein super Support, super cool, dass ihr hier so eine geile Veranstaltung wieder macht. Und ich bin echt traurig, dass wir jetzt nicht rausgehen können und in den Innenhof und da schön was trinken können. Ja, aber es ist, wie gesagt, unter erschwerten Bedingungen sehr gut hier durchgeführt worden. Und auch mein Dank hier. Und ich hoffe, dass es die Rahmenbedingungen uns erlauben, im nächsten Jahr uns wieder in Person zu sehen. Und nächstes Jahr, und damit kommen wir zum Ende, beziehungsweise ab sofort könnt ihr ja vielleicht auch uns auf dem Podcast sehen. Und damit sagen wir Tschüss!